Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu meinem Vorredner möchte ich nur so viel anmerken. Er hat den Eindruck erweckt, die Bundesrepublik Deutschland würde sich immer tiefer und immer weiter in Militäreinsätze verstricken. Ich sage nur ganz klar, wir haben im Jahr 2010 bis zu 10.000 Soldaten in Auslandseinsätzen gehabt. Stand 19. September diesen Jahres, also vor einer Woche, waren es 3.510 Soldaten. Es ist eine deutliche Reduzierung der Zahl der Soldaten der Bundeswehr im Einsatz, weil wir in Afghanistan vorangekommen sind, weil wir im Balkan vorangekommen sind. Und ich finde, das ist auch ein Ausdruck davon, dass wir tatsächlich mit unseren Einsätzen erfolgreich sind und dass wir auch wissen, wie wir diese Einsätze erfolgreich beenden. Das finde ich einfach gut. Im Blick auf das Mandat Sea Guardian möchte ich, nachdem der Kollege Juchatowitsch ja schon wesentliche Eckpunkte genannt hat, einfach noch mal anmerken, was mir wichtig ist. Die Entkopplung von Artikel 5 des NATO-Vertrags. Das war eine lange Forderung, die wir hier parteiübergreifend erhoben haben. Und es ist gelungen, in Warschau das entsprechend vorzunehmen. Es stützt sich jetzt auf allgemeines Seerecht und Seerechtsabkommen und ist somit nicht mehr Teil des Verteidigungsfalls der NATO. Der Artikel-5-Fall der NATO wird allerdings nicht formal aufgehoben, weil der Kampf gegen den Terrorismus natürlich nicht beendet ist. Aber es gibt jetzt mit Sea Guardian anstelle von UAE keine Operation der NATO mehr, die sich auf diesen Artikel-5-Fall beruft. Das Zweite, was für mich von zentraler Bedeutung ist bei diesem Einsatz, dass die NATO sich aktiv beteiligt an der Sicherung der Verhältnisse im Mittelmeer. Und dass wir auch eine Klammer, ein weiteres verbindendes Element in dem Netzwerk haben, das sich um diese Dinge kümmert mit dieser neuen NATO-Mission, dass die Operation der Europäischen Union, EUNAVFOR Med Sophia, dass die NATO-Operation Ägäis, die ist ja nicht mandatspflichtig, aber das ist trotzdem eine Operation der NATO unter maßgeblicher Beteiligung der Bundeswehr. Ich glaube, die Bonn war auch im Einsatz dort in der Ägäis, auf jeden Fall ein Einsatzgruppenversorger, dass wir mit dieser Sea Guardian-Operation ein weiteres verbindendes Element haben, das für mehr Effizienz und mehr Übersicht und für ein vollständigeres Lagenbild im Mittelmeer sorgt. Das halte ich für eine ganz starke Sache. Das hilft uns insgesamt bei der Grenzsicherung. Das Nächste, was mir wichtig ist, selbstverständlich werden die Einheiten, die unter Sea Guardian unterwegs sind im Mittelmeer, auch ihre humanitären Pflicht der Rettung von Schiffbrüchigen wahrnehmen. Dass die Regeln des internationalen Seeverkehrs, das Schiffbrüchige aufzunehmen und in den nächsten sicheren Hafen zu bringen sind, gilt natürlich auch für die Einsatzkräfte, die unter Sea Guardian unterwegs sind, also auch für die Bundeswehrschiffe. Und das ist wiederum auch eine große humanitäre Aufgabe, wie wir ja wissen, die wir damit ein gutes Stück entwickeln. Was unser langfristiges Ziel bleibt und was auch bei Sea Guardian angesprochen wird, wo wir allerdings noch keine konkrete Chance auf Umsetzung haben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Mittelmeerstaaten, insbesondere der Staat Libyen, der ja ohne politische, ohne staatliche Führung dasteht, in die Lage versetzt wird, selbst seine Küsten wirksam zu schützen und gegen Terror, gegen Waffenschmuggel und gegen Menschenschmuggel entsprechend vorzugehen. Wir haben den Plan, wir haben die Absicht, in schwimmenden Klassenzimmern, wie wir das mal genannt haben, Kräfte der Küstenwache Libyens auszubilden. Aber leider ist es bis dahin noch ein weiter Weg. Wir haben im Bundeshaushalt, den Bundeshaushalt, den wir in diesen Tagen ja auch in den Ausschüssen beraten, auch Mittel bereitgestellt, dass eine solche Operation der Ausbildung von Küstenwachkräfte, von Partnern am Mittelmeer, dass das erfolgreich durchgeführt werden kann. Dafür sind die Mittel da, aber es sind eben leider angesichts der gegenwärtigen Situation, speziell in Libyen, die Möglichkeiten noch nicht gegeben. Insgesamt trägt Sea Guardian aus meiner Sicht dazu bei, dass wir zu einem humanitär verantwortbaren, dass Menschen Leid im Mittelmeer vermindernden und insgesamt ordnenden Ansatz kommen, wie wir dieses Meer, das ja in erster Linie ein europäisches Meer ist und das uns mit Afrika verbindet und auch von Afrika trennt, dass wir dort Sicherheit erhöhen. Und ich glaube, wir werden im Rahmen dieses Einsatzes auch weitere positive Erfahrungen sammeln in der Zusammenarbeit und in der effizienten Bekämpfung von Terror, von Schlepperunwesen und in der Rettung von Menschenleben dort, wo es dringend geboten ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.